Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und heute mit einem Süßigkeiten-Schnelltest. Der Karl hat mal wieder was im Internet bestellt und mir das vor die Nase gelegt. Was haben wir heute? Wir haben irgendwas Asiatisches. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Auf der Verpackung auf jeden Fall von Pokémon haben wir Pikachu. Freunde, ich bin gespannt, was da drin ist. Ich konnte jetzt nicht raus erkennen, was drin ist. Und ja, wir machen das Ganze einfach mal auf. Und schauen, was passiert. Lange Rede, gar keinen Sinn. Let's go. Dann nehme ich einfach mal mein Holzbrettchen dazu. Bin mal gespannt. Das könnte ein... Es ist ein Überraschungsei. Okay. Schoko-Egg, also ein Schokoladen-Überraschungsei. Ich hoffe, dass da eine Figur drin ist. Wie geil ist das denn? Ich habe keine Informationen darüber. Aber wie gesagt, Kran hat das Ganze bestellt. Und yes, dann machen wir das Ganze doch mal auf. Ich bin dann mal gleich wieder da. Und hier sind wir wieder. So, machen wir das Ganze doch mal schnell auf. Und gucken, was da uns erwartet. So, Pokémon, Pikachu. Ich gehe mal von aus, dass da eine Figur drin ist. Wie ihr sehen könnt, sind hier schon so kleine Muster drin. Ja. Sieht sehr witzig aus. Und... Oh, das Ganze geht schon kaputt. Okay, ich glaube, das sind doch keine richtigen Muster. Ich weiß nicht, ob die Schokolade einfach geschmolzen ist, aber... Ja. Nichtsdestotrotz werden wir das Ganze doch mal probieren. Zack. Na, ist mir alles runtergefallen. Gucken wir mal schnell erstmal, wie das Ganze schmeckt. Schmeckt, also ist voll mit Schokolade. Schmeckt wie von den Kinderüberraschungseiern. Sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Figur wir da drin haben werden. Pokémon kenne ich mich nicht mehr so gut aus. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich kenne nur die 150 Pokémon, die damals rausgekommen sind. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, schon 300 Stück oder so. Und was haben wir hier? Wir haben einmal eine Figur, die ich auf jeden Fall nicht kenne. Okay. Cool. Dann stecken wir das mal schnell zusammen. Aha. Kenne ich nicht. Das ist die Figur, Freunde. Ich werde jetzt nicht auf dem Zettel gucken, was für eine Figur das ist. Wenn ihr wisst, welches Pokémon das ist, schreibt es mir in die Kommentare und lasst mich jetzt da wissen, dass ich es da nachlesen kann. Wie ihr mittlerweile wisst, versuchen wir euch immer zurückzuschreiben. Es ist halt schwierig, aber wir probieren oder geben unser Bestes. Und sonst, wir sind ja auf Instagram erreichbar oder auch auf Snapchat mittlerweile. Guckt einfach mal in die Videobeschreibung, dann findet ihr alles. Und ja, Freunde, das war der Süßigkeiten-Schnelltest mit dem asiatischen Pokémon-Ball, whatever. War sehr lecker mit der Figur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr mehr coole und frische Videos sehen wollt, dann lasst doch bitte ein Abo da. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Video.